Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AneroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Blind! Das sollte ich vielleicht auch mal ab und zu erwähnen. Ja, wir sind im letzten Part hier in der Stadt Hammel angekommen. Hammel? Hammel, im östlichen Bezirk. Und ja, von hier aus kommen wir zum... Wenn ich jetzt nur wüsste, wie der Ort heißt, wo Mylas Schrein ist. Jedenfalls zu dem Ort müssen wir, und da müssen wir erst durch dieses Dorf und durch einen Kijara-Pass oder Kijara-Fall. Und ja, hier steht, durchsuche das Dorf, kein Problem. Im Durchsuchen bin ich der absolute Hammer. Da soll, glaube ich, ein Haus, wo wir direkt rein können. Bürgermeisterhaus. Ach so, nee, da müssen wir, glaube ich, schon direkt hin. Eintreten haben wir Bürgermeisterhaus. Der hat ja gesagt, hier hat irgendwie so ein Gästezimmer. Eisensand. Okay. Hey. Sieht übrigens richtig schön aus hier, finde ich. Nothing. Get lost. Wrong answer, Squirt. Now we really want to know what you're looking at. It's some sort of shiny object. It's my shiny object. Finders keepers. Looks like a puzzle. A difficult one at that. How about this? Whoa, what's happening? This looks like our letters, but different. More like ancient writing. Let's see here. Heed my words, for I am Ifrid, the intrepid explorer who has crossed the world's edge without fear. Yada yada yada, more self-promotion. Ah, here we go. At last, I have reached Terra Incognita. But alas, I am unable to return home. I shall take my many treasures, seal them in arks, and scatter them about this land. It is my hope that they shall serve as beacons to those explorers who follow in my footsteps. I'm impressed, Alvin. But I still don't know what it means. I've heard of this Ifrid. He's a legendary pirate. He raided cities all throughout Rize Maxia ages ago. He set off to find the end of the world and never returned. Or so the legend goes. Wollte ich auch gerade sagen. The pirate Ifrid's treasures? Oh, I want to find him too. Maybe you should learn to read first, young man. Yeah, good idea. You'll all wait for me, right? Klar. And keep this Ifrid treasure stuff between us. Verliese und Landschaften enthalten besondere Schatztruhen. In ihnen befinden sich einzig eigenartige und mysteriöse Objekte. Diese sind als Ifrids Schätze bekannt. Halte unbedingt nach ihnen Ausschau. Und ein mysteriöses Juwel erlangt. Sein Zweck ist vollkommen unklar. So, kann ich jetzt die Nebenquests irgendwo hier anschauen? Das ist keine Nebenquest. Aber das ist jetzt einfach so Standard. Okay. Schätze sind eigentlich von diesem Piraten. Na gut. Echo. What a beautiful view. I bet if I yelled really loud, it would echo back. So why not try it? You gotta do things like that while you're still young. When you get to be my age, it can get a little embarrassing. Yeah, all right, why not? Echo! Echo, 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 echo. Alvin? Alvin, Alvin. And what you're doing now isn't embarrassing? A little, a little, a little, a little. So, Wohnhaus. Okay. Vom Charakter her mag ich ihn richtig. Aber ich traue ihm immer noch nicht. Ein Apfel. Was? Eine rote Frucht, bekannt für die perfekte Ausgewogenheit von süßen und sauren Aromen und Hammels Exportschlager. Was? Ein Apfel? Hä? Gibt's auch eine Birne? Wildvogelei? Hi. Ich kann die Dorfregeln, aber ich kann einfach nicht anders als neugierig zu sein. Okay. Wie oft muss ich dir jetzt noch sagen? Du hast bei der Hütte nichts verloren. Warte mal, wir sind... Oh. Okay. Ich habe so eine Ahnung, was uns hier erwartet. Ist das das Dorf? Okay.
Ich bin noch nicht bereit. So, wo sind wir denn hier? Okay, dann gehen wir erstmal hier zum Bürgermeisterhaus. Weil das sieht schon verdächtig aus. Ach, da kann man auch noch hin. Ah, ich weiß, was das hier für ein Dorf ist. Verlassen, okay. Ich weiß zwar nicht genau, was hier los ist, aber ich weiß eine Sache. Also, glaube ich, ich habe schon einige Szenen gesehen, aber das sind, glaube ich, wirklich die einzigsten Szenen, die ich vor diesem Spieldurchlauf je gesehen habe. Ah, scheiß drauf. Und ich freue mich jetzt schon mal. Und die Szenen kenne ich nur auf Japanisch, also was hier genau los ist, weiß ich nicht. Boah. Ich sollte ein paar Sachen verkaufen, lieber. Okay, noch hier rein. Ui. Ist hier irgendwas? Komm schon. Ich weiß auch, du willst es auch. Hier ist nix. Oder? Nö. Boah. Warum wurde das denn programmiert, wenn hier nichts ist? Okay, raus hier daneben. Du gibst mir eine Quest. Jetzt sind wir es bereit. Wollt ihr euch hinlegen? Nein, noch nicht. Hol dich im Haus des Bürgermeisters aus. Nein. Ey, da stand doch gerade noch, ich soll... Jetzt erkunde ich erstmal das Dorf. Ja, das habt ihr davon. Verführerische Frucht. Napplefruits. No wonder it smells so good around here. Wow, look how juicy they are. Hmm, is that so? It looked like they're at the peak of ripeness. Sweet with just a hint of tartness. That sounds interesting. Mila, you're drooling really bad. For some reason, I can't make it stop. Sounds like your body has awakened to the joys of eating. Just keep those mitts off the merchandise. Our rap sheet's long enough as it is. Okay. Mein Gott. Dieser Schimmer als Sophie. Okay. Waffenladen. Ich habe schon, glaube ich, alles up to date, ne? Aber. Oh. Ach, die gleichen Bonusse gehen immer noch. Verdammt. Ich habe ja schon so viel wie möglich hier reingeballert. Hier kann ich nicht rein. Dun, 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 dun. Hol dich im Haus des Bürgermeisters aus. Jetzt muss ich mich hier ausruhen, mein Gott. Gerade dieses neue, ich soll ja alles erkunden. Gut, was ist hier noch? Hier sieht es aus, als würde ein Monster kommen. Dem jetzt aber nicht so. Hm. Lagerschuppen, okay. Na. Oh. Gar nichts. Hey. Die Tür ist fest verschlossen, nicht zu öffnen. Ah, okay. Ich habe so einen Verdacht. Verdammt, das ist aber wirklich das Einzige, was ich vor diesem Spiel, bevor ich das Spiel gespielt habe, gewusst habe. Ich dachte nicht, dass das hier schon dieses Dorf ist. Aber naja. Wer jetzt überhaupt keine Ahnung vom Spiel hat, der weiß jetzt gar nicht, von was ich hier rede, aber einige können sich es bestimmt schon denken. Wow, geil. Haben wir ja auch Baumhäuser? So, gleich springen wir den Rest runter, ne? Okay. Oh, ey, hier ist ja gar nichts. Puh, es ist wirklich schlimm, wie hoch die Porangenbäume werden können. Dann bleibt das ganze Glück natürlich an uns Jungen hängen. Ja. Für 50 galt. Yes! Was ist das? Oh, er hat sich gelohnt. So, und der... I felt totally weightless. Yeah, I kinda wanna do that again. Was? Das hat denen auch noch Spaß gemacht. Ja, okay, wenn man so krass kämpft.
Okay, wenn man so krass kämpft, dann macht hier so ein Sprung auch nichts aus. Gebe ich ja zu. Ey. Komm ich nicht dran. Elvin. Verdammt, kommt auch nicht daran. Ah. Wieso nicht? Hier geht kein Gebiet weiter. Okay. Da ist was. Eisensand. Okay. Ups. Nee, doch nicht. Nein. Ah, verdammt. Wenn Porangen leuchten können, heißt das, dass sie auch Geister beschwören? Ich weiß, das klingt jetzt wie ein albernes Gelehrtenrede, aber ich frage mich, ob nicht was Wahres daran ist. Ja, ja. Das wollte ich auch sagen. Gerade. So, ich schätze mal da. Gallia-Pfad, da müssen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Gut, dann ruhen wir uns im Dorf aus. Im Bürgermeisterhaus, beziehungsweise. Ach, da war ich auch. Ein bisschen verwirrt mich die Karte noch. Eigentlich verwirrt mich jede Karte in jedem Spiel. Überhaupt. Ist jetzt nicht die Schuld von dem Spiel. Jetzt sind wir bereit. Wollt ihr euch hinlegen? Yo. Wird voll krass fett abschneichen. Morning. What are you up to? Watching people. Okay. Ist cool. Say, Mila, can I ask you something? What's a Spyrex? Why were you trying to destroy that device in Fenmont? Spyrex technology is something humans were never meant to have. So, I must take it away from them. Why? That is none of your concern. So you don't trust me? That's not it. Look, if you saw a toddler playing with a knife, what would you do? I'd probably snatch it away. And what would be your reason? Because it's dangerous. The baby doesn't know how to use a knife. He could cut himself. Or worse. There's your answer. What? But we're not babies. If we understand what we're dealing with, and if we see the dangers, we can learn how to use it safely. So you say. But to me, you're no different than infants. Sagt die Person, die nicht wusste, was Essen ist. I will do what I must to protect this world. If that means destroying the lens of Kresnik, so be it. It's my mission. I see. Don't worry, Jude. None of this will concern you once we reach Niakara. No, listen. No. What's going on? It would seem they can't linger around here anymore. So they did follow us. Was war das denn für ein Schrank? They found us awfully fast, considering this isn't their home turf. Well, it's not like we can ask them about it. Let's go before they find us. There's an exit in the western part of town. That must be the way to the Kajara Sea Falls. Okay. Muss ich aber sagen, wir beenden den Part hier. Und was ist das da für ein Schrank? Na gut. Ich gehe mal hier hin zum Speicherpunkt. Keine Szene, okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.